Beste Grüße aus Bad. Wie heißt das? Herzberg am Harz. Herzberg am Harz, richtig. Mit 12.000 Einwohnern liegt zwischen kleinen Hügeln die schöne Stadt mit 12.000 Einwohnern. Die Stadt hat auch ein Renaissance-Fachwerk-Schloss. Das werde ich euch gleich zeigen aus dem 11. Jahrhundert. Aber die Stadt ist, wie ihr seht, tote Hose. Sehr wenige Menschen. Ist das immer so, die Stadt? So? Es ist jetzt schon Samstag im Nachmittag und dann ist ein bisschen tote Hose. Ah, danke dir. Bitte. Guten Tag, Jungs. Was ist das für eine Stadt? Ich will Kaffee trinken, gibt's nichts hier. Hier gibt's auch nicht so viel. Herzberg. Rote Rose? Ja, so gesehen. Schade. Schönen Tag. Danke. Und von wo aus kann ich Schloss besser sehen? Schloss? Wissen wir gar nicht. Ne? Schade. Na, das ist das Schloss, glaube ich, ne? Glaube schon. Dankeschön. Schönen Tag noch. Das ist Ludovico Lazaro Zamenhof, Initiator der Esperanto, 15.12.1859. Strom aus Wasserkraft. Herzberger Wasserrat 2005. Hier wird Strom erzeugt. Das ist schön. Hotel, Restaurant, Landhaus, Schulze. Historisch.
hoch über der Stadt Trott, eines der wenigen erhaltenen Renaissance-Fachwerkschlösser in Niedersachsen. Eine mittelalterliche Burg aus dem 11. Jahrhundert. Sie ist mit 180 Zimmern die größte Schlossanlage Niedersachsens.